Der Adria Twin Max 600 SPB. Eine Messeneuheit, weil die ganz neue MAN-Baureihe hier verbaut ist. Und wir zeigen euch das Fahrzeug einmal von außen und dann gehen wir ins Innere. Ja, wie der Name schon sagt, wir haben hier ein Fahrzeug auf 6 Meter Länge und dafür ein sehr, sehr luxuriöses Ausstattungsmodell. Wir gehen einmal nach hinten. Wir haben schon den größeren Bruder vorgestellt in einem Video. Und auch hier sehen wir wieder ein sehr komfortables Erscheinungsbild. Hier haben wir wieder ein Lattenrost, das man entsprechend abbauen kann mit 3 Holsterteilen. Aber auch hier wieder viel Platz und viel Stauraum für eben die Serviceklappen. Wir haben hier auch einen Außenduschanschluss. Ich gucke mal gerade, ob das hier ist. Nee, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall von außen auch duschen. Oder eben entsprechend Sachen hier verstauen. Ihr habt auch noch zusätzliche Steckdosen. Hier seht ihr den Anschluss von der Truma-Heizung. Und viel, viel Platz. Auf sieht man ganz gut von hier aus. Genau, USB-Anschlüsse auf beiden Seiten. Sowohl neues USB, also USB-C, und das alte. Aha, ja, das ist praktisch. Weil man hat ja noch nicht überall USB-C. Es wird in den nächsten Jahren noch mehr kommen, aber genau. Das ist cool, dass für beides gesorgt ist. Und wir haben hier sehr kleine Fenster, sodass man da eigentlich auch etwas unbemerkter campen kann, oder? Ja, Stealth Camping. Stealth Camping. Dann gehen wir einmal drum herum. Ich checke mal, ob die Serviceklappen offen sind. Ja, hier habt ihr. Wir haben 100 Liter Frischwasser und 70 Liter Abwasser. Stromanschluss. Was ist das denn? Ich würde sagen, da kannst du tanken. Das ist der Tankdeckel. Ich denke schon. Aber manche muss man elektronisch entriegeln. Ja. Diesel und AdBlue kommt da rein. Wie überall. Ja, das brandneue MAN-Modell haben wir hier. Deswegen hat dieses Fahrzeug auch einen schönen Preis von rund 100.000 Euro. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Innere und schauen uns da auch noch ein paar Details an. Aber MAN-Liebhaber wissen sicher um die Vorteile dieses Fahrzeugs. Und auch hier nochmal die technischen Daten, das Datenblatt und die Ausstattungsdetails. Und dann gehen wir mal ins Innere. Wir haben eine Truma-Kombi-Dieselheizung und eine ambiente Beleuchtung. Das heißt auch noch mal viel indirektes Licht. Sehr schöne, hochwertige Oberflächen. Und auch hier noch mal ein Sitzbereich mit viel Komfort, entsprechend erweiterbar. Und wir haben hier über dem Sitzbereich sogar noch ein Fenster, sodass möglichst viel Licht mit hereinkommt. Das finde ich echt schön gemacht. Auch noch mal die Pushlocks mit ordentlich Power, die fast schon wie von selbst aufgehen. Dann noch die Lichter, die man entsprechend justieren kann, nach Belieben. Ja, was natürlich nicht fehlen darf, Sichtschutz oder Insektenschutz, das ist ja mittlerweile Standard. Und auch hier, hier haben wir mal einen Kühlschrank. Nicht zum Aufklappen, sondern zum Aufschieben. Eigentlich auch immer ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Getränke transportiert. Und was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, ist eben der Insektenschutz, der komplett
über die Türbreite geht, dass man da auch bei sommerlichen Temperaturen nicht von irgendwelchen Insekten gestört wird. Guck mal, Sandra, ich habe da unten drunter so Klappen. Genau, also ich glaube, hier ist so eine Art Doppelboden. Und dann schauen wir mal, hier haben wir zusätzliche Fächer. Ja, das ist zusätzlicher Stauraum. Da hinten komme ich jetzt nicht so gut dran. Aber ihr seht, wir haben hier einen Doppelboden mit dabei. So. Na, einmal zu. Gut. Dann gehen wir über zur Küche. Auch hier nochmal Gaskochfelder und ein Waschbecken. Plus Staufächer. Und auch hier, das hat man in dem anderen Modell schon gesehen, finde ich interessant. So ein zusätzliches Fach, in dem man zum Beispiel so Kochutensilien drin verstauen kann. Achtung, ich klappe zu. Hier haben wir auch noch ein Schränkchen, in dem man zum Beispiel Sachen aufhängen kann. Also auf 6 Meter Länge hat man natürlich ein bisschen weniger Platz, aber trotzdem ein gutes Raumgefühl. Dann gehen wir mal über zum Badezimmer. Hier haben wir jetzt keine Möglichkeit, das Ganze umzuklappen, sondern muss sich quasi die Dusche durch einen Duschvorhang entsprechend vorbereiten. Aber auch hier wieder eine hochwertige Schiebetür, Schiebeelement. Und dann klappen wir den Vorhang nochmal zur Seite und schauen uns das Bad hier genauer an. Hier ein kleines Waschbecken und die Duschmöglichkeit plus eben einem Fach für Badartikel, die man hier noch unterbringen kann. Wir haben kein Dachfenster oben, ne? Nee, Fenster ist keins mit dabei. Nur so ein Abluft. Abluft haben wir dabei, ja. Und hier noch eine Lampe. Und dann sehen wir, ich lasse dich einmal kurz durch, dass du auch nochmal von der Seite in den Schlafbereich rein filmen kannst. Ja, ihr seht eine schöne, bequeme Liegefläche auf 6 Metern Länge des Fahrzeugs. Also absolut Top-Ausstattung hier. Dann gehen wir noch mal raus. Ja, CMT in Stuttgart 2024. Wir sind für euch bei Adria. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da oder auch einen Kommentar. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.